that, me in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Herzlich willkommen zu Daylight. Ja, seit ein paar Minuten ist Daylight draußen. Oh, red mir nicht dazwischen. Habe ich gerade auch nicht gemacht. Und ja, wir zocken es natürlich. Wir zocken es natürlich direkt weiter. Entschuldigung für die paar Soundfehler. Das lag gerade am Mikrofon. Und ja, Daylight ist ein Thriller-Horror-Game. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Und ja, können wir hier irgendwas aufheben? Ich glaube, wir können hier nichts aufheben. Okay, jetzt hakt es gerade. Sollte aber eigentlich nicht haken. Und da haben wir direkt schon unsere erster Brief. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien. Aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Wort, aber... Ja, das ist schon mal sehr, sehr eklig. Ja, somit haben wir schon mal unseren ersten Brief erlangt. Und... Ja, wer das Spiel noch nicht kennt, dem wird das auf jeden Fall Spaß machen. Ich kenne das Game auch noch nicht. Ist ja auch seit erst ein paar Minuten draußen und da haben wir schon unseren zweiten Brief. New Kipling, keine Ahnung, Herald oder irgendwie so. Mid Island Haftanstalt, bekomme neue Chefarzt, 5. Februar 1907. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihren neuen leitenden Arztes verlautbart, Dr. Walter Mercer. Er ist als führender Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Ja, wer der Dr. Mercer ist... Ich glaube, das kam sogar mal bei Outlast oder irgendwie sowas. Also wer das Game kennt, ich glaube, da war auch ein Mercer drin. Ich weiß aber gerade nicht, ob der da auch ist. Wobei, ich glaube, der hieß anders. Dies war, glaube ich, auch Mercer oder so. Aber der hieß irgendwie anders vom Namen her. Und ja, hier auf dem Tisch finden wir nichts. Was ist das eigentlich? Ach, das ist ein Engel ohne Kopf, okay. Mein Mikrofon, das geht die ganze Zeit weg. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Und... Ja, hier sind Leuchtstäbe, sehe ich gerade. Oh, Leuchtstäbe. Okay, wir können nur 4 Stück aufheben. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir können hier noch hoch. Mal gucken, wo wir hier oben hinkommen. Oder ob wir überhaupt irgendwo da hinkommen. Sobald ich das irgendwie mitgekriegt habe, soll das anscheinend so ein Labyrinth-Spiel sein. Und ich bin einfach mal gespannt, was uns in dem Game noch so erwarten wird. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und da hinten liegt schon der nächste Brief. Und da hinten steht noch einer. Nehmen wir den einfach mal. Ach, das ist eine Kuh, eine Tote. Oder sie ist schlafen gelegt worden. Das kann natürlich auch sein. Schlafen. Schlafen. Schläft. Okay, gehen wir mal weiter. Nehmen wir mal den Brief. Might Iceland Hospital mit, ich weiß nicht, Might. Ah, egal. Datum 4. April 1988, Akte Patient 13. Lauf. Okay. Lauf.
Wären die mal alle so kurz. Ah, aber wir laufen können wir. Komm, wir laufen mal. Komm, tun wir ihnen den Gefallen, wir sind gelaufen. Wer ist das da unten eigentlich? Können wir uns eigentlich bücken? Na, wir können uns nicht bücken. Dann halt nicht, dann bücken wir uns halt im Game nicht. Ist sowieso unwichtig. Ich weiß auch noch nicht, was auf uns hier warten wird. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Können wir eigentlich schon mal die Signalfackel anmachen? Oder können wir hier noch eine mitnehmen? Ah, guck mal. Dann haben wir eine angemacht und dann... Ah ja, Türen, die sich alleine bewegen. Technik. Way. Okay. Und dieser Schrank, der scheint auch... Guck mal, das meine ich mit Labyrinth. Seht ihr, das ist... Okay. Datum 4. März 1988. Akte Patient 13. Die Patientin, Alter 10 Monate. Krasser. Ist aber jung. Wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Schwein. Ich dachte, da wäre jetzt jemand. Ich dachte, da wäre jemand, ey. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hinter den Türen ist auch nichts, ne? Nein. Okay, weil ich weiß ja nicht, wo überall Zettel liegen könnten. Die gucken gleich einfach überall nach. Ah, da liegen zwei rote Zettel. Ah, 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 du Arsch. Mann, hab ich mich jetzt erschrocken. Schwein. Jetzt kommt Musik, das hasse ich ja mal von allermeisten. Also dieses... Okay, die roten Zettel, was bringen die denn? Bestimmt viel lesen. Ah, okay. Also, Datum 8. September 1937. Akte Patient 27C. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geistzustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit vor, während das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesänge bis hin zu fieberhaften, schrillen Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Ja, man sieht ja da, die sind jetzt nicht so kleinlich wie die am Patienten. Und ob das gut, schlecht oder sowas ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lenkt hier noch ein Zettel. Habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das die letzte Nacht gesprochen hast. Ah ne, ich stehe gar nicht mit Nacht. Psch, psch, psch. Von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber er ist bestimmt kein Mensch. Er hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden. Als ich mal Licht darauf gerichtet habe, Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. Georg. Oder George. Ja, was herrscht wirklich hier in dieser komischen Anstalt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es überhaupt herausfinden wollen. Wie sind wir überhaupt erstmal hier reingekommen? Das ist eigentlich erstmal die Frage, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Und finden wir hier überhaupt noch irgendwas? Wollen wir jetzt weiter geradeaus gehen? Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Okay. Okay. Ich will's gar nicht wissen. Hab mich jetzt erschrocken. Die Bilder an der Wand sind sehr schön, ja. Das Bild, ja. Oh, das da erst. Und oh, der macht mir Angst. Okay. Ist das denn der oder die? Ich glaube, das sind der. Hab ich mich jetzt erschrocken, du Schwein. Ich glaube, ich spiele das Spiel nicht mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auch. Vielleicht. Okay. Ich will da gar nicht lang. Ja, da können wir auch rein. Miau. Hallo. Man sieht hier unten die Bedrohung.
Und die Relikte, die wir schon gesammelt haben. 3 Stück von 6 haben wir schon. Und mehr wollen wir auch gar nicht. Okay, da ist wieder ein Brief. Kann man den... Doch, können wir. Okay, Akte. Patient 27C, 9. September 1993. Der Patient ist auf unerklärlicher Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weitere Angehörigen. Oh, das ist sehr traurig. Ich entschuldige mich nochmal für schlechte Lesen. Und ja, keine Angehörigen zu haben, ist schon mal scheiße. Deswegen wird es auch eingeäscht. Oh Mann, ey, die Musik, die macht mir jetzt schon Angst. Und hier ist noch ein Raum. Und ich denke mir jetzt einfach so, was soll schon schief gehen, ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Puh. Und alle, die jetzt sagen, ach, das Spiel ist doch läppisch, das ist doch voll einfach und oh, da ist doch nichts Gruseliges. Er spielt es selber und setzt dabei Kopfhörer auf, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ich finde, wenn Let's Player dort spielen und man guckt ihn dabei zu, ist das nicht so schlimm, wie wenn man es selber spielt. Aber ohne Freunde, ne? Nicht, dass ihr dann da irgendwie sitzt oder so. Und ihr redet dabei noch, konzentriert euch und auf einmal, zack, kommt die Schreckminute und ihr seid erstmal, ja, erstmal ein bisschen down. Können wir hier noch irgendwelche... Ah, wir können Schränke öffnen. Du hast viele Leuchtstäbe. Dr. Mörser, Pflegerin Foster, hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schicht verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die 4. Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish. Und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Ja, ist eine ganz schöne Petze. Und ist doch egal, wo der Dreck her hat. Vielleicht hat er gerade ein neues Loch gegraben. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da lang laufen sollen oder da lang. Da das irgendwie gruselig aussieht. Oh, was denn? Was denn? Was ist was? Schreck mich doch nicht so. Mann. Noch ein Relikt müssen wir finden. Das werden wir doch wohl leicht finden. Kann man hier noch... hallo, Spiegel? Wer redet da eigentlich die ganze Zeit? Und ich will mich gar nicht umdrehen die ganze Zeit, aber ich drehe mich trotzdem rum. Mensch. Das ist gar nicht mal so einfach, sich gar nicht mal umzudrehen. I know there's somebody here. Ja, ja, genau. Und, was ist das hier? Ja, das sieht sehr schön aus. Labyrinthe, man sieht hier da. Ein Labyrinth nach den anderen und, genau. Okay, wir gehen einfach mal nochmal zurück. Ja, hier ist ja nichts, außer das irgendwie komische. Aber ich glaube, da können wir nichts machen. Gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, was wir hier genau machen müssen. Auf jeden Fall ist diese Drohung schon halb. Und ich weiß gar nicht, wie ich die losbekomme, wenn die mal hinter mir steht oder so. Hm. Mal lieber Kopf kratzen. Ach, guck mal, ein Hirn. Was können wir hier machen? Können wir hier was öffnen oder so? Wir können hier nichts öffnen, okay. Können wir hier was öffnen? Ah ja. Okay, wir können sie in Flammen setzen. Jetzt ist schlecht. Weil jetzt haben wir die Dinger gefunden. Jetzt macht's mir Angst. Hallo? Wir haben nur eins. Ich hoffe, wir kriegen mehr als nur 4 davon. I know there's somebody here. Oh Gott. Seit wann schreit man in einen Raum?
ob da jemand ist. Bist du wie krank im Kopf? Alter. Ich lerne mal zweite Klasse, dass man das nicht macht. Ah, ach Gott, hallo. Oh Gottes Willen, habe ich mich jetzt erschrocken. Schwein. Okay, da hinten kommen wir nicht weiter. Oh Gott, habe ich mir jetzt einen weggejagt. Ich will da nicht rein. Könnt ihr da nicht reingehen? Komm, wir gehen da rein. Ich mache Augen zu, ihr guckt. Ich fange schon an zu husten. Ich glaube, ich bin krank. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Was steht da? Keine Ahnung. Hallo? Ah, es war nur ein Stuhl. Nur ein Stuhl. Nix erschrecken. Alles easy. Scheiße. Okay, Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben da, damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sie nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Okay, das einzige Schlechte daran ist, wir haben jetzt wieder einen ganzen großen Teil Bedrohung dazugekriegt und Signalfackel gefunden. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Signalfackeln. Ich weiß aber gar nicht, wie man erkennt, dass die Oma da ist oder was das auch immer sein mag. Ich habe das noch nicht so ganz erkannt. Puh, okay. Also, Datum 24. Februar 1859, Patient 12a, Dr. Whitkins empfahl alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patienten zu entfernen, um so ihre Fantasie zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf die alte Puppe fixiert zu sein und weiter noch tagelang nachdem diese entfernt wurde. Ja, ist ja auch klar, ne? Kinder halten an irgendwelchen Spielzeugen fest. Und ja, dann ist das auch klar, dass das so passiert, wie es passiert ist. Okay, also ich habe Reglik, glaube ich, gefunden. Ich weiß auch gar nicht. Kann man da noch irgendwie lang? Ich will es gar nicht wissen. Nein, also nur Kartons. Nur Kartons. Keine Hektik. Und ich weiß nicht, was auf uns noch zukommt. Ich weiß nur, dass ich im Moment auch Muffensausen habe. Und wir hier mal lang gehen. Diese Kinderbetten, die machen mir Angst, ey. Das ist ja furchtbar. Wo? Ich will auf. Puh. Ich hab mich nicht erschrocken. Nein, Quatsch. Ist leer. Ich will's nicht mehr spielen. Oh Mann. Bitte nicht. Die Bedrohung ist schon etwas höher und wieso sind wir rein? Oh Gott. Mama! Macht das nie wieder. Nicht mit mir. Mama. Okay, wir gehen hier raus. Das ist mehr. Oder? Wenigstens mal bis da hinten gegangen. Okay, hier ist nichts. Aber wenigstens, dass wir geguckt haben, ob hier was ist. Und steht wieder in den Kommentaren, ich habe das nicht richtig gespielt und dann... Das suchen wir uns doch gar nicht erst an. Und hier können wir auch noch weiter. Wobei wir schon alle Relikte haben, ne? Wir hätten eigentlich gerade einfach gehen können. Wir haben ja bis jetzt auch gar kein Gegenstück, dass wir sagen können, wohin wir müssen.
Da ist das Gegenstück, glaube ich. Ich glaube, das ist Schloss. Ja, das ist das Schloss. Okay. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so ein Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht die sich dort einen Platz, um mit einer der Schwester rumzumachen. Sorgt dafür, Entschuldigung, sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht meinen Heizungsraum rumtreiben. Ich trinke gerade mal einen Schluck. Ja. Gerade mal einen Schluck getrunken. Gerade einen trockenen Hals gekriegt. Kann auch beim Lesen mal leicht passieren, beim lauten Lesen, dass man dann mal leicht einen trockenen Hals kriegt. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Interessiert mich nicht. Ist mir scheißegal. Macht doch, was ihr wollt. Da hinten ist die Oma. Oder? Nee, gar nicht wahr. Ich dachte gerade schon. Aber hey, interessiert uns nicht. Wir können da nicht weiter. Scheiße. Bisse, 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 bisse. Halt's Maul. Interessiert mich doch nicht, was du laberst, alte Tante, du. Ich hab, ich weiß gar nicht, wie man diese Signalfackeln anmacht. Ich weiß, dass man die anderen mit 3 anmacht oder so. Oder mit 2. Ich habe selber keine Ahnung. Ich habe irgendwo drauf gedrückt gerade. Oder ist sie aus Versehen angegangen. Müssen wir jetzt zurück zu unserem Portal da? Ich weiß das nicht. Wir machen das jetzt einfach mal. Immer mit den Augen gefasst. Wir müssen jetzt hier rechts, dann hier nächst wieder rechts. Rechts. Hier waren wir ja schon, hier war ja eigentlich keiner. Ich weiß ja nicht, ob die einfach zufällig auftaucht. Auf jeden Fall ist sie voll. Der Bedrohungsgrad. Irgendwie scheint das richtig zu gewesen zu sein, ne? Weil da fliegt jetzt irgendwas durch die Gegend. What the hell is this? Ja, da fliegt was. Können wir das hier noch nehmen? WTF, Alter. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gesund ist, dass wir hier lang gehen. Okay. Was zum Teufel ist das hier, ey? Was ist das krank, ey? Wer kommt auf solche Ideen? Ist so gut. So, wir gehen noch richtig. Wir gehen jetzt wieder links. Und die nächste wieder links. Oh mein Gott. Können wir eigentlich die Signalflackern jetzt nehmen? Oder sollen wir da laufen? Ich wäre ja für laufen, glaube ich. Signalfuck, ich weiß nicht, ob wir die oben noch mal brauchen oder irgendwie, was wir jetzt hier gleich machen. Auf jeden Fall sind wir gleich schon am nächsten Portal. Im Moment ist ja alles noch so halbwegs ruhig. Da kann man noch was öffnen. Es ist leer. Okay. Jetzt wackelt der Bär. Yeah! Die erste Tür unserer Hürde ist offen und ja, somit heiße ich euch erstmal, genau, weg. Okay, somit machen wir erstmal Schluss für unseren ersten Part und ja, sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ja, erstmal recht herzlichen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt zu Daylight. Und ja, in der ersten Folge hier
muss ich echt sagen, wir haben schon einiges gefunden und ich muss bei einigen Sachen sagen, krasse Sache. Also, ja, da ist mir schon so einige Sachen, wo ich dann sage, oha, das ist jetzt schon eine richtig miese Sache. Ich freue mich auf jeden Fall auf Part 2 bei Daylight und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr abonniert mich und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Weil ihr sollt mich nur abonnieren natürlich und liken und kommentieren, wenn ihr das natürlich für sinnvoll haltet. Ja, ich sag hiermit bis zum nächsten Part bei Daylight.